ich probiere halt diesen Lurker zu beseitigen. Mal sehen, ob jetzt das eine Level schon reicht oder nicht. Oder ob ich noch immer keinen Schaden mache. Das müsste der ja sein. Und, ja, okay, der heißt jetzt Dammlurker. Autsch. Ja, aber ich mache nochmal, glaube ich, keinen Schaden. Ja, gut, ich mache noch immer keinen Schaden. So viel dazu. Dann, nee. Schaffen wir nicht. Schrick schaffe ich bestimmt auch nicht. Der hat eine Rüstung an. Wird schwierig, den zu beseitigen. Und wenn der nachher auch noch quer durchs Lager läuft, wie dieser komische Grimme und dann auch verbuggt. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich so viel Bock drauf habe. Die Frage ist, kann ich die auch noch verprügeln? Also kann ich die Aufgaben auch noch machen, nachdem ich mich in einem Lager angeschlossen habe? Deshalb, ich möchte es ganz gerne vorher so ein bisschen geklärt und erledigt haben. Deshalb bin ich da jetzt etwas vorsichtiger, weil ich seine Aufgabe, die von Homer noch machen kann, und halt diese hier mit Schrick. Ansonsten würde ich jetzt noch mal könnte ich es ja einmal ausprobieren, obwohl vielleicht kann ich noch mal hier noch mal was lernen. Also einmal wollte ich ja eh was lernen, das ist es ja, und dann. Mal sehen, mit dem kann ich keinen Job mehr machen. Kann ich mich noch Sumpfkraut? Ja. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Bitte sehr. Mit Laris? Bei Laris konnte ich noch nicht rein. Weil, was war? Was Wo war? Soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Achso, ich brauche erst einen Grund. Kriege ich einen Grund? Sagt mir jemand einen Grund? Ich habe Sumpfkraut. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Okay, hier kann ich kaufen. Ich hätte Erz. Wenn ich Sachen zum Verkaufen hätte. So, aber ich konnte jedoch irgendwo so Sachen lernen. So Diebessachen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpf. Einfach mal ab und zu ein paar Leute mal einen Shit vertickern. Warte mal. So, dieses Wasserträgerproblem habe ich hier jetzt noch. Schreikshütte habe ich hier noch. Und, also, Dokum Damage habe ich nicht. Schreikshütte muss ich sehen. Der hat halt eine Banditen-Söldnerrüstung an. Eine Söldnerrüstung hat der Typ hier an. Die haben hier aber alle die. Ja, okay. Die Sachen an. Da weiß ich nicht, da muss ich mal kurz. Da habe ich jetzt irgendwie vercheckt. Ich brauche hier Lehrer im neuen Lager. Akrobatik habe ich schon gelernt. Fetch brauche ich. Fetch brauche ich. Was da hatte ich schon? Oh! Okay, häng ich fest? Ich häng fest. Das war etwas zu weit. Quatsch, war irgendjemand, der ausrastet. Glaube ich. Ich habe irgendwo beim Lurker gespeichert. Hi, wer bist du? Was geht dich an, Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay. Wenigstens hat er nicht direkt Streit angefangen. Wolf. Ach Gottchen. Wir sind einfach zu viele Leute. Blade? Wo finde ich Gorn? Wenn du in die Wohnhöhle kommst, halte dich rechts. Direkt vorne sind. Wird er gerne wissen, wo dieser Wedget ist. Quatsch mit. Paulov kann doch eigentlich
Nee, für den muss ich eine Aufgabe machen. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten und bis du besser bist, solltest du dich mit Menden einen Tipp willst tun. Glaub mit. Und wie stelle ich das an? Habe ich schon gefragt gehabt. Da ging es ja auch bei dem einen, der sagt, ich soll diese Karte klauen. Und ich wette, das ist damit dann auch erledigt. Aber eigentlich konnte der doch auch unterrichten, dachte ich. Ist hier nicht Gorn? Da ist Gorn. Gorn, sauf nicht so viel. Red jetzt endlich mit mir. Okay, geht nicht. Bis später. Ja, bis dann. Wo ist denn jetzt dieser Widget? Ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde suchen. Ich brauche hier Pfeile über einem Kopf. Kann ich mich nicht zu dem hin teleportieren? Ist der verloren gegangen? Pennt der? Muss ich jetzt in jede Hütte rein? Hey, du! Ja, ich? Was gibt's? Der ist nicht da. Der komische Wedget-Typ ist nicht da. Ich krieg die Krise. Doch, da. Oh Gott, einmal komplett falsch rumgelaufen. Was kannst du mir beibringen? Hm. Kommt drauf an. Was willst du wissen? Na ja, komm. Schlösser öffnen, weil ich das nicht kann. Es kostet 10 Lernpunkte. Wenn ich mit Schlösser öffnen keine Türen knacken kann, kriegen wir ein Problem. Wie würde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Weniger Gewalt ist nicht machbar. So, jetzt habe ich hier was gelernt und jetzt frage ich mich, ob ich auch Türen aufbekomme. Ich hätte gern Teleporter. Das heißt, okay, es bringt mir aber nichts. Aber hier ist niemand mit Stärke? Wieso kann ich das eigentlich nicht fragen? War nicht besonders schlau. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Das geht nämlich komischerweise irgendwie nicht. Ich gehe nochmal da in die Kneipe rein. Stärke war ja der eine auf dem Feld. Da ich ja schon 5 Gratispünktchen bekomme. Da gibt's das hier nicht. Der sitzt noch immer da, wie so ein... Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Cypher konnte mir nichts beibringen, glaube ich. Lass uns lieber über was anderes reden. Jetzt redet er mit mir. Ist mal so ein bisschen verzögert. Und Senjank aber auch nichts. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ich auch nicht. Okay. Und Silas, ja, ich erinnere mich. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Den Locker kann ich nicht machen. Dieser komische Shrike, keine Ahnung, hat eine Rüstung an. Das heißt, es dauert sehr, sehr, sehr lange, um ihn zu beseitigen. Ich habe jetzt Schlösser knacken gelernt. Ich sollte ja schließlich irgendetwas lernen. Diesbezüglich. Ich bräuchte halt nochmal Lernpunkte. Wann ist meine nächste Stufe? Oh Gott, 1000. Gut, das dauert sehr lange, aber ansonsten kann ich hier nichts weitermachen. Ja, was konnte mir auch nichts beibringen. Ich gehe jetzt nochmal zu den Feldern. Jetzt werde ich ja nicht mehr von den Schlägern so angemeckert, außer ich soll nochmal Wasser rumtragen, was ich überhaupt nicht einsehe und ich da keine Lust drauf habe. Aber mit dem kann ich mich auch nicht so gut prügeln, weil er hat ja dasselbe Outfit und sowas an, wie dieser Shrikes, deshalb... Nö. Nö, nö, nö. Da brauche ich noch ein paar bessere Pünktchen. Moralin. Ja. Hä? Nochmal Wasser?
Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Du hast nichts mehr. Ich hol mir von den anderen was. Ich habe nichts mehr, okay. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ich würde ganz gern, dass du mir nochmal was beibringst. Wäre das nicht möglich? Dann bringt mir das hier nichts mehr, das Lager, bis ich die anderen Aufgaben erledigen kann. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich, damit ich Pünktchen habe, farmen, draußen in der weiten Welt rumstaxen. Dann mache ich das doch. Weil dann könnte ich vielleicht nochmal meine Einhand leveln, um da weiterzugehen. Dann könnte ich vielleicht mal gucken, was es hier oben gibt, so für tolle Sachen. Vielleicht kann ich da was beseitigen oder auch nicht. So. Scavenger sind ja okay. Aber dann wird es in den... Ich finde es irgendwie so dämlich, wieder Loot- und Levelfolgen eigentlich hochzuladen. Ja, also weiß ich noch nicht, wer muss. Muss ich mal sehen. Ansonsten, es gibt hier am besten und passiert nichts mehr. ja. Drachenwurzel. Schön. Ja, muss. Nachtschatten. Ich könnte... Nee. Gut, drehen wir doch mal einfach wieder um. Die mache ich jetzt nicht. Die mache ich noch nicht. Außerdem 4. Warum 4? Och, nö. Ja, der Fischerhütte war ich jetzt auch nicht. Ich glaube, weil da irgendwas war, worauf ich keine Lust hatte. Irgendwelche Kreaturen. Aber ich glaube, keine Snapper. Gucken, warten, es aufploppt. Da. Da sind ganz viele Blutfliegen. Wenn da ein Varan ist, könnte ich es ausprobieren. Ach, probieren wir es. Okay, es sind mehr als einer. Hm, ich habe schon gesprochen. Ja, ich spreche nochmal. Ich habe gerade was eingesammelt. Und da hinten, da glitzert was. Da glitzert was. Wenn das gleich irgendwas grafikmäßig Fehler ist, dann weine ich. Da hinten glitzert was. Das möchte ich ganz gerne haben. Aber im Varan mache ich Schaden. Das würde ich ganz gerne ausprobieren. Aber ich hätte gerne nur einen. Ist das möglich? Das ist Wasser, was da hinten glitzert. Im Sonnenlicht. Und da sind Speckis. Sonst mache ich gleich erst die Speckis. Dann mache ich erst die Speckis. Da ist gar kein Problem hier. Das ist eine Höhle mit Wasser. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, das war Wasser, was da gerade so im Sonnenlicht geglitzert hat, sagen wir es so. Da ist nie das Wasser drin. In der Höhle, von hier aus wird gesehen. So, von der Herde trennen. Ich würde ganz gerne so hinrennen, jumpen und dann zustechen. Das geht leider nicht. Das wäre cool. Irgendwie, das funzelt bei mir nicht so. Da ist wirklich Wasser drin. Okay. Ich habe an so eine XXL-Spruchrolle gedacht. Ich hatte die Hoffnung an eine XXL-Spruchrolle. Ja, dann ist nicht. Drei kleines hier aber. Ist aber nur Wasser. Also in der Höhle, die gibt es auch bei Gothic 2, ist Wasser. Vielleicht hatte ich deshalb diesen Bandit, der an Luft an der Decke ertrunken ist. Hier ist ja theoretisch Wasser drin. Der war einfach falsch kurz. Wir können es gerne nochmal speichern. Und dann können wir das machen. Dann räume ich halt hier kurz vor dem neuen Lager mal auf. Und ich hoffe, die Punkte reichen dann. Die werden auch nicht reichen, aber
Scavenger. Aber dass ich mir so ein bisschen was gönnen kann. Ei. Ah. Mein Gedächtnis, ne? Was machen die da? Ich will auch. Oh, die... Was zum Teufel machst du hier? Okay, ich habe ein Problem. Noch einmal und du kannst was erleben. Was sind das für Dudes? Also da gibt's illegale Machenschaften. Die schaffe ich halt nicht. Ich kann es probieren, aber die sind... Das ist ein Level, so schaffe ich nicht. Was machst du hier? Sagt er doch jetzt, oder? Oder auch nicht? Steck die Was zum Teufel machst du hier? Aber auch direkt so instant. Ist der auch so brutal bei den Angriffen? Ja, oh Gott. Ja, komm, Diggi. Mach deine Special-Angriffe. Noch einmal. Okay. Okay, das ist, da muss ich jetzt immer zweimal blocken. Nee, die. Ich muss dann alle einmal wegmachen mit einem Gedöns. Den Luca, Schreik und die. Der Schreik ist ja auch so. Tchen. Ich brauche Punkte, um mich aufleveln zu können. Also besorge ich mir hier bei den Viechern Punkte und dann. Der nächste Plan für die nächsten 20 Folgen ist Viecher töten. Okay, so, ich wollte jetzt nicht so viele. Könnt ihr bitte euch einen, wo ihr stehen wollt? Links oder rechts von mir? Also doch, der Plan für die nächsten 20 Folgen ist, Viecher töten, die ich schon töten kann, damit ich genug Punkte bekomme, um mich hochzuleveln. Dann muss ich die Sachen ja noch verkaufen, um Erz zu bekommen. Ist auch eine Menge. Es zieht sich, würde ich sagen, zieht sich sehr lange hin. Ich räume einfach ein Gebiet auf, ohne es aufzunehmen. Ich glaube, ohne es aufzunehmen, das ist so anstrengend. Ich fand, also, bei Gothic 2 war es auch schon anstrengend. Fackel. Schön. Krug. Wohnt hier jemand? Jetzt gleich lande ich hier wieder bei irgendjemand, der hier, was weiß ich, macht. Abendbrot. Und es ist gut, wenn Pilze so heißen. Ja. Da ist sie schon halb krachen gegangen, die Fischer. Bitte. Mich nach da oben und zu schauen. Warum habe ich Akrobatik gelernt? Ah, okay, hier hat's geklappt. Da schwebt auf jeden Fall was, was nicht schweben soll. Okay. Hier ist nichts weiter. Da in der Höhle muss ich vorsichtig sein. Steinwurzel. Bin ich nicht gerade auf diese... Okay, das funzt hier nicht so. Okay. Deshalb, ich habe mich gerade gewundert. Kann ich dann da rein? Kann ich dann hier drinnen stehen? Nee. Das funzt hier nicht. Ich glaube, ich kann hier aber auch nichts aufheben. Ich dachte, ich kann darauf springen und war dann kurz perplex, dass ich komplett durchgefallen bin. Luca schaffe ich noch nicht, da mache ich keinen Schaden. Also
Ja, ich probiere es mal, ob ich die einzeln bekomme. Die muss ich einzeln machen, die Warane. Dann noch die Fliegen und ja, dann habe ich noch längst nicht die Punkte, die ich bräuchte. Sag mal, soll ich dir ins Popo, in den Popo schießen oder wie? Gleich kommt der andere schon. Okay. Okay, den kann ich nicht looten. Ja, wäre machbar. Ausweichen ein bisschen besser. Die laufen dann auf einmal so schnell mal los, nicht? Blute ich mal wieder alles voll. Sehr schön. Der ist gehupfelt. Ist gerade gehupfelt. Wie so seitlich ist der gesprungen. Heieiei. Aber echt ziemlich viel Fleisch. Gönnen wir uns mal wieder die Pflänzchen. So. Wird doch schon wieder dunkel. Das war richtig dämlich. Ich muss es anders machen. Ich muss mal was essen. Ja, ganz schön viel Schaden. Kam da gerade grünes Zeug aus dem raus? Also das Blut, was hier ist auf dem Rasen, ist so grün. Nicht rot. Blutfliegen. Wird jetzt nicht besser werden. Besonders, weil da so viele auf einem Haufen sind. Aber okay. Braucht mal mehr Lebenspunkte hier. Die einen Blut, die haben da schon einen großen Radius teilweise. Die akzeptieren mich nicht, wenn ich hier stehe. Da, die sind zu zweit on Tour. Da kriege ich die hier. Ja, die da vielleicht. Oh Gott. Ist ja auch komisch. Die eine kam direkt angeflogen. Dann hat die mich woanders anvisiert und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. So wie die jetzt, oder? Ja. Next. War schwierig, wenn die hier alle auf einem Haufen sind. Wer möchte? Wieso geht der jetzt so weit nach da hinten? Vorne wart ihr auch so weit hier vorne. Sind das nicht 6 vorhin? Oh Gott, ich habe gerade gedacht, es wäre zu spät. Die macht jetzt schon wieder, weil die ist war nicht so nah dran, dass sie direkt aggro wurde, glaube ich. Oh, weird. Ist jetzt eigentlich nur noch einer. Dann ist es dunkel, dann muss ich eh ins Bettchen. Ist jetzt schon dunkel. Aber damit ich die Aufgaben machen kann, muss ich definitiv meine Einhandsachen und so verbessern.
bevor ich mich einem Lager anschließe. Sonst weiß ich nicht, ob man die Aufgaben später noch machen kann. Hier ist nichts weiter. Dann würde ich sagen, ins Bett hingehen, warten, bis es morgens früh ist. Und dass es dann besser läuft. Hier ist ja nichts mehr. Hier habe ich jetzt eigentlich alles erledigt. Ich kann jetzt nur wieder zurück. Wie viel brauche ich denn noch? 300. Also 260. Ja, okay. 260 Punkte kriege ich noch hin auf dem Weg zum Lager. Zum alten Lager, weil dort kann ich wenigstens Einhand leveln. Und ich kann Schlösser knacken. Ich würde, glaube ich, erstmal gleich wieder zum neuen, zum Sumpflager. Ich habe Schlösser knacken gelernt. Ich muss nämlich doch noch da irgendwas klauen. Und ich will gucken, ob ich mit jemandem reden kann, weil der Dusty ja ganz gerne ins Sumpflager möchte. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das war, ob ich damit irgendwann mal reden muss oder wie auch immer. Also erst zum Sumpflager, das Rezept klauen und dann und wegen Dusty nachfragen. Und dann zum alten Lager und auf dem Weg werde ich ja wohl noch ein paar Pünktchen sammeln. Und dann, wenn ich das erledigt habe, suche ich mir einfach schon ein Lager aus oder gucke ich nochmal, ob ich die anderen Sachen finde, die es hier geben müsste. Ich müsste ja noch eine Karte klauen, aber das ist vielleicht Taschendiebstahl. Den müsste ich im alten Lager auch noch suchen. Man schafft es eh nicht so. Das ist ein bisschen... Irgendwie ist es ja komisch, auch weil man so viele Lernpunkte braucht für manche Sachen. Naja, egal. Genug gelabert. Wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Theoretisch auf dem Weg zum Sumpflager. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch beim Sumpflager. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehmen werde, weil das wird ja hier auch ein bisschen dann zu langweilig. Sagen wir es so. Deshalb, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao. Ja,